Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. Neue Saison, neues Glück beim FC Mecklenburg-Schwerin. Am 6. Juli fand der Trainingsauftakt der ersten Mannschaft im Sportpark Lankow statt. 4 Wochen hatten die Fußballer Pause. Trainer André Sewicke geht das erste Training entspannt an. Mit Spielform, mit Spaß und Freude. Also heute wird es noch nicht darum gehen, irgendwelche konditionellen Leistungen hinzubekommen. Es wird darum gehen, den Ball rollen zu lassen. Die sollen ins Zocken kommen, die sollen ins Spielen kommen, die sollen Freude entwickeln. Und das wird die Basis heute sein. Die Ziele für die neue Saison sind nicht an Punkten und Toren festzumachen. Im Vordergrund steht die Entwicklung der Mannschaft. Ballbesitzfußball, Kurzpassspiel und Tempo nach vorn. Als Sportdirektor ist Stefan Lau gespannt, wie sich die Saison unter dem neuen Trainer entwickelt. Wenn man einen neuen Trainer hat, dann glaube ich, müssen die sich natürlich erstmal finden. Das ist ja, glaube ich, eine ganz, ganz normale Geschichte. Aber dafür hat man auch die Vorbereitung. Wir haben, glaube ich, ein vernünftiges Team zusammen. Wir haben uns auf jeden Fall viel Mühe gegeben. Vorbereitungsplan ist eigentlich ganz toll. Und ja, ich erwarte einfach, dass wir mit Leidenschaft und Herzblut Fußball spielen und vielleicht ein bisschen was gut machen, was wir letzte Saison nicht so gut gemacht haben. Die erste Herrenmannschaft geht mit einem Kader von 22 Spielern in die neue Saison. Die Spielfreude und Motivation ist groß. Am 12. Juli findet das erste Vorbereitungsturnier in Rostock statt. Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region.